und tödlichen Waffen ist diese fremdartige und ist beliebt. Bla. So. Ja. Werte lese ich jetzt mal nicht vor. Ihr habt es Whisper echt gezeigt. Yes, wir haben ein Katana, Möchten Lehrlinge im Bogenschießen benotet werden? Der Gildenmeister bat mich, alle Bogenschützen zu benoten. Okay, ich versuch's. Wenn ihr eine 1 Plus bekommt, erhaltet ihr einen besonderen Preis. Nett. Ihr habt eine Minute Zeit ab eurem ersten Schuss. Ach, Gott sei Dank. Okay, ab unserem ersten Schuss. Anderen Fluss vorgemacht, das machen wir gleich. Oder von hier. Das könnte auch was werden. Moment, wo ist das Vieh? Da. Ha! Erwischt! So, was ist mir denn da noch? Aus dem Weg? Was? Aus dem Weg! Fräulein, gehen Sie mir bitte aus dem Weg. Das war zu hoch. Gibt's hier keine Flugkurve oder so? Offensichtlich nicht. Und noch ein Spatz erlegt. Schon welche von den Typen gehimmelt? Okay, was hat mir denn hier noch? Ich glaube, ich sehe noch ein paar. Bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Dort. Nee. Was ist denn dort? Muss ich überall rumsuchen, oder ist das nur lokal? Ich kann ja mal fragen. Schon welche von den Typen ge... Gut, wieder. Da draußen gibt es immer noch mehr. Okay. Also ich kann nicht, muss nicht. Also das ist so eine Geschichte... Never-ending Story quasi. Okay. Dann melde ich mich doch mal beim Gildenleiter. Ach, da hinten beim... Magical Oracle. Ja, genau, schon klar. Mhm, okay. So, was ich aber nochmal sagen kann, ich feiere die Welt hier, die sich... Bleibt nur noch Willenskraft zu erlernen. Klasse. Jetzt lernt ihr etwas über die Willenskraft. Wir beginnen damit, diese Strohattrappen mit Blitzen anzugreifen. Okay. Gut, mal sehen, wie gut ihr das beherrscht. Zieht und haltet Umschalt links, um eure Willenskraft aufzurufen. Verfügbare Kräfte sind rechts in der Anzeige zu sehen. Okay, ihr könnt eure Kräfte zugreifen, indem ihr auf Umschalt Linkstaste drückt und die Blitzkraft gebastelt. Okay. Ui! Genau. Mal sehen, wie viele ihr in einer halben Minute trefft. Greift nur Attrappen an, die mit dem Gesicht zur Mitte der Insel stehen. Trefft ihr sie in den Rücken, bekommt ihr keine Punkte und verschwendet nur kostbares Mana. Okay. Der Einsatz eurer Willenskraft verbraucht Mana und es dauert, bis es wieder aufgefüllt ist. Okay. Um Ziele zu wechseln, drückt und haltet Leertaste und bewegt die Kamera anschließend zum neuen Ziel. Okay. Wow. Achso, und da hinten noch. Aggressives Verhalten wird in der Gilde nicht geduldet. Sorry. Wenn ihr die Regeln weiter verletzt, hat das Folgen. Ich hab das Tor geblitzt, Dings. Ja. Magie sehr gut eingesetzt. Gut gemacht. Danke. Möchtet ihr fortfahren? Ja. Sehr gut, Junge. Ihr habt die 3 Heldendisziplinen gelernt. Wenn ihr bereit seid, können wir jetzt zu eurem letzten Test kommen. Oder aber ihr erkundet die Gilde noch etwas mehr. Ich glaube, Whisper geht gerade in den Gildenwald, falls ihr sie begleiten wollt. Spielen. Na gut. Ich bin im Kartenraum.
wenn ihr bereit seid, weiterzumachen. Okay. Ja, achso, weiter. Ach, muss mir noch gesagt werden. Okay, also, wir hätten hier noch drei Auftraggeber. Einer davon ist neu. Und zwar der hier gerade rumrennt. Ihr habt das Whisper echt gezeigt. Der hier gerannt kommt. Und zwar der hier. Lasst mich zum Willenskraftbereich und ich benote euch. Ah, schon klar. Tja, ich bin halt der Nahkämpfer. Vergesst nicht, ihr könnt wiederkommen und eine 1 plus versuchen. Hey, ne? Los, gehen wir Käfer jagen. Ich folge euch in den Wald. Sie folgt uns in den Wald. Da weiß der ja, was abgeht. Mal strecken. Wie spät haben wir es eigentlich? 21.32 Uhr, wann haben wir gegangen? Das Käfernest ist ganz dort oben auf dem... Wartet, Nanu? Habt ihr das gehört? Es kam von da drüben. Ich sehe es. Räuber, wenn wir doch nur über diesen Bach kämen. Warum benutzt ihr nicht euren Bogen? Oder den Blitzzauber, den euch der Gildenmeister beigebracht hat. Ich heile eure Verletzungen. Wie nett. Da steht ja noch. Oh. So, dann heil mal. Geschafft! Die haben vielleicht dumm aus der Wäsche geschaut. Wenn das der Gildenmeister erfährt. Da rennt sie schon wieder. Kriege ich da irgendwie Punkte oder so? Das wäre schön. Aber hier ist mal wieder nichts. Schade. Egal, rumrennen können wir hier trotzdem. Boah, ist aber... Ich kann es nur immer wieder sagen, das Spiel ist echt schön. Vielleicht nicht an den neuesten Grafikstandards, aber es ist echt schön. Hey, da unten schwimmt Nessie. Zeigt eurem Barbier eure Frisurenkarte, damit ihr euren Kopf entsprechend verschönern kann. Achso, damit er euren Kopf entsprechend verschönern kann. Okay. Ist dann bestimmt so entweder total ein Kahlschlag und dann macht er bestimmt irgendwie eine tolle Frisur draus. Okay, dort vorne ist wieder wer. Ach, na toll, müssen wir zurücklaufen. Hinterherlaufen. Achso, hier so rennen wir. Ihr habt das Whisper echt gezeigt. Okay. Na gut, so, der Gildenmeister, der ist... Ach ja, im Kartenraum, genau. Wo war denn der Kartenraum nochmal, verdammt? Da hinten irgendwo, kann das sein? Weiß ich nicht. Wie hat er das nur geschafft? Was ist das denn hier? Doch immer bei Gildewettkämpfen. Hier liegt Delphe, einst die mächtigste Zauberin Albins. Obwohl sie den größten Teil ihres Lebens eigennützig und mit den Quälen anderer verbrachte, bereute sie später und gab ihren verheerendsten Kräften zum Wohl der Gilde auf. Okay. Nett. Grabsprüche bei Sacred. Er starb schneller als sein Schatten. L.A. Okay. Das hier ist bestimmt irgendwo der Kartenraum. Fast. Hey. Möchtet ihr handeln? Nein, hätte ich gesagt nicht. So. Gildenmeister. Möchtet ihr euer Jugend hinter euch lassen und mit dem letzten Training beginnen? Der Junge erlernte die Fertigkeiten schnell, aber immer gab es noch mehr zu lernen. Jahrelang war die Gilde sein Heim, seine Schule und sein Leben. Doch während der ganzen Zeit dachte er immer wieder an die Welt dort draußen. An das Leben, das er verlor, an die Familie, die ihm entrissen worden war. Schließlich blieb nur noch der letzte Tag der Prüfungen,
Ein Erfolg wäre das Ende seiner Ausbildung. Er bekäme das Gildensiegel und wäre frei, sein eigenes Schicksal zu schmieden. Er würde ein Held sein. Bevor ihr den Abschluss macht, müsst ihr eine letzte Prüfung absolvieren. Geht in den Gildenwald und zum Baumstamm auf der Hügelkuppe. Dort wird euch die Prüfung enthüllt. Viel Glück. Okay. So, Nase kratzen, Schluck getrunken, alles weggestellt, auch noch etwas essen, Nase putzen. Na gut, dann können wir ja jetzt. Und wir sind mittlerweile richtig groß geworden. Oh ja. So, Gildenwald. Wäre Ihnen eventuell noch nett zu erfahren, welche Zeitabstände das hier sind. Aber na gut, man kann ja nicht alles haben. Du fragst dich, wie du die letzte Prüfung bestehen sollst, stimmt's? Ganz einfach. Du musst anwenden, was du im Training gelernt hast, und mich besiegen. Das Schwert als erstes. Triff mich, wenn du kannst. Komm schon! Wie nett. Mit etwas mehr Wut. Sehr gut. Jetzt schießt mit dem Bogen auf mich. Geht nicht zu nah ran. Ausgezeichnet. Und zu guter Letzt wirkt Blitz auf mich. Ich muss erst mal hinrennen. Übel für einen Neuling. Du wirst Kämpfe ausfechten, die schlimmer sind als dieser. Doch du hast den letzten Test bestanden und bist bereit, vom Gildenmeister das Gildensiegel zu bekommen. Schön. Das, also wenn das meine Abschlussprüfung gewesen wäre, die hätte ich auch mit Bravour bestanden. Das wäre echt einfach gewesen. Gut, ich habe keinen Zwischenerzähler. Okay, Heldengilde. Heroes Guild. Ich vermisse Musik im Hintergrund. Dann hört man nicht so, dass ich hier die ganze Zeit rülpsen muss. Vielleicht so ein bisschen Banished-Musik. Okay. Das ist der große Tag, Junge. Ich erinnere mich an den Abend, als ihr zu uns kamt. Und seht euch jetzt an. Maises Vertrauen in euch hat sich gelohnt. Folgt mir jetzt. Die Abschlusszeremonie findet in der Schicksalskammer statt, dem ältesten Bereich der Gilde. Oh, na, ein Ladebildschirm. Na, wie klasse. Freuen wir uns doch direkt drauf, einen Ladebildschirm zu sehen. Legendäre Waffen sind unglaublich selten. Sie wurden einst von Helden und längst verblichenen Königen. Verdammt. Lasst die Lehrlinge vortreten. Viele Jahre habt ihr hart daran gearbeitet, euch den Titel Held zu verdienen. Heute endet eure Ausbildung und ihr werdet in die Welt entlassen, um große Taten zu vollbringen. Taten, die euch den Dank Tausender einbringen werden oder sie mit Furcht erfüllen. Dies sind böse Zeiten. Die Schatten von Albion wachen auf und seltsame Dinge geschehen.
eure Entscheidungen, ob in guter oder böser Absicht, werden den Lauf der Welt verändern. Nehmt jetzt eure Gildensiegel und zieht hinaus als Helden.